Hallo Pyrofreaks, das nächste Prospekt für dieses Jahr lag heute im Briefkasten. Der Tumbaumarkt wieder mit Weco dieses Jahr. Da lasst uns mal zusammen reinschauen, was die so im Angebot haben. Auf der ersten Seite hätten wir die Hotbox, 120 Schuss, Pfeifbatterie für 5 Euro, Raketensortiment für 10 Euro, das ist das Fire Party 2. Hier unten ein Batterieverbund, Avenger für 25 Euro. Und die Goldrauschraketen für 15 Euro, nicht ganz billig, aber erster Baumarkt, der sie hat. Schauen wir weiter, Batterien auf der zweiten Seite für 7 Euro die Nightwish, die Fusion für 13 Euro, die Dampfhammer für 7 Euro, das ist die Aquila, die gibt es preiswerter, viel preiswerter. Die Impact für 8 Euro. Ein Kometenrohr Speedlights für 7 Euro und Raketensortimente für 15, 17, 20 und 30 Euro in verschiedenen Größen und Ausführungen. Da oben hätten wir eine Pyromold-Batterie, die Power Panther für 10 Euro. Das ist die Wild Grizzly, ich glaube eine Neuheit vom letzten Jahr. Die Prometheus für 20 Euro, die Voyager für 15 Euro. Und noch eine Pyromold-Batterie für 16 Euro, die Bull. Das müsste die Mr. Monkey sein, auch eine Neuheit vom letzten Jahr. Und hier haben wir weitere Raketensets. 8-teiliges Raketensets für 7 Euro, 10 Teile für 10 Euro, 15 Raketen für 20 Euro und 30 Raketen für 27,99. Blättern wir nochmal um. Da oben haben wir eine Fontänenbatterie Cerberus für 5 Euro. Den riesen Flimmervulkan für 7 Euro. Vulkanbatterie für 15 Euro. Das ist die Pina Colada Megavulkan. Daneben Feuerwerkssortiment, Jetstream, verschiedenen Röli verbunden und Batterien für 20 Euro. Die Stratosphäre für 22 Euro. Ein Batterieverbund. Highway to Hell für 30 Euro, ein Batterieverbund Interstellar für 40 Euro und für 60 Euro den Batterieverbund Illusion. Auf der nächsten Seite haben wir nochmal für 35 Euro die XXL Feuertopfbatterie Dauerbrenner, die Verbundbatterie Skywalker, hier geht's weiter, die Verbundbatterie Fire Combat für 100 Euro. Ich glaube, die gibt es umgelabelt bei Lidl für 60 Euro. Das wären 40 Euro Unterschied, das macht sich echt bemerkbar. Hier haben wir noch eine Verbundbatterie Powermania für 80 Euro. Und die Pyrotech Pro 1 für 130 Euro. Gucken wir auf die letzte Seite, was wir da haben. High Society, Kinderfeuerwerk, Luftschlangen. Dann hätten wir da ein Knallsortiment Cracker Smacker für 3 Euro, Knallsortiment Megaburst für 5 Euro, die Flashing Thunder von Weco 10 Stück für 4 Euro, geht okay. 80 Stück China Burler Day von Weco für 7 Euro, die Alien, eine kleine Batterie für 4 Euro, eine Heulerbatterie Albtraum. 250 Schuss für 10 Euro, ist auch relativ teuer. Was haben wir denn? Oh, hier haben wir für 24 Euro die Blue Steel. Wenn ich mich recht erinnere, das müsste das die Black Ice sein. Die gibt es bei Lidl auch für schlappe, ich glaube so 8 Euro weniger. Und hier hätten wir noch die Rocking Stone für 30 Euro. Eine Weco-Batterie, die ist auch schon etwas älter. Gut, das war's. Nichts Besonderes. Ja, ich werde da, denke ich, nicht einkaufen. Das ist mir etwas zu preisintensiv. Schauen wir mal, was das nächste Prospekt für uns bringt. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß. Bis dann. Ciao.